Ja, moin moin, ihr Lieben. Ja, da bin ich mal wieder. Eine Woche ist vergangen seit Fotowalk mit den Fotobuddies. Eine Woche ist vergangen nach dem Video über die X100F. Ein bisschen Fazit ziehen, wie ist es so ergangen. Darüber hinaus habe ich ja gesagt, ich zeige mal meine Bilder aus Lüneburg. Ich möchte ein bisschen was über zwei Preset-Style-Pakete sagen, die mir außerordentlich gut gefallen und die ich auch gerade so in der letzten Woche gut verwendet habe. Und noch ein bisschen was Allgemeines, weil, tja, Wetter ist nicht so toll. Also ich hoffe, dranbleiben, spannend. Los geht's. Ja, moin, ihr Lieben. Ja, eine Woche ist rum. Eine Woche mit unglaublich viel Feedback. Dieses Video über die X100F hätte ich nicht erwartet, war unglaublich. Ich habe so viele Zuschriften bekommen, teilweise auf Italienisch, auf übersetzte, was man dann gemerkt hat. Wusste gar nicht, dass das auch Leute gucken aus dem, ja, keine Ahnung woher. Ich habe sehr viel über Instagram an Feedback bekommen. Und es ist doch erstaunlich, wie ich finde, dass, wobei ich ja dachte, ich kriege richtig auf die Mütze, dass es scheinbar vielen so geht, dass viele sich mit dem Gedanken getragen haben, sich zu reduzieren, sich zu entschleunigen, wie ich es ja genannt habe. Und ja, gar nicht so vernichtende Kommentare da waren. Also, das hat mich sehr überrascht, das hat mich sehr gefreut, begeistert. Wir gehen auf die unfassbaren 1500 Abonnenten hier auf dem Kanal, was ich nie gedacht hätte. Also ich weiß gar nicht, wann Ollis Video war, wo ich ein Video gemacht habe, 500 Abonnenten. Wer hätte das gedacht, dass das hier jemand interessiert? Keine Produkttests. Ja, also ich bin da wirklich schon ein bisschen positiv. Wie soll ich sagen? Ergriffen wäre jetzt ein bisschen heftig, aber es freut mich ungemein und ja, ich hoffe, ich kann euch weiterhin gerecht werden. Viele haben mir geschrieben mit dem Smiley, es bleibt spannend und sie möchten den Weg weiterverfolgen, ja. Und die X100F ist glaube ich, schon 5 Wochen bei mir. Ihr seht, gar nicht so schlecht, wie ich finde. Und ja, von daher würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal ein bisschen in Lightroom Bilder an. Was habe ich vor? Es geht halt um Presets von 1972 von Paddy Ludolf aus Hamburg. Wie ich finde, sehr, sehr geschmackvolle Presets, die ich gerade für die Lüneburg-Bilder jetzt viel eingesetzt habe. Die möchte ich euch zeigen. Natürlich auch noch mal so ein bisschen X100F RAW-Files zeigen, Würmchenbildung, die meiner Meinung nach komischerweise da ist, überhaupt nichts vorhanden. Und so ein paar Bilder Herangehensweise. Ganz am Ende gibt es nochmal eine Diashow mit meinen Bildern und noch was zu einem interessanten Termin, was mit Michael Ziegern zu tun hat. Also von daher, ich würde sagen, wir treffen uns mal am Rechner. So, wir sind in Lightroom und ich habe mal ein paar Bilder rausgesucht, um mal einerseits die Presets zu zeigen, andererseits mal so ein bisschen, was man machen kann. Und wir nehmen hier einfach mal ein Bild. Also wie gesagt, alles X100F, das sind alles die RAW-Files. Das ist mal so eine Aufnahme aus der unteren Perspektive. Wir sehen hier oben ISO 250, klar 23 mm, Blende 5,6 und eine 500stel, da habe ich die ja alle geblockt. Und man sieht so schon, meiner Meinung nach, was da so aus der Kamera rauskommt, sieht schon mehr als brauchbar aus. Alle Regler hier sind auf neutral. Ja, was ich euch zeigen wollte, weil da wurde ich angeschrieben, das sind diese Presets von 1972 Paddy. Ich habe beide von ihm. Es gibt die 1972 und die 1972-2. Wir gehen mal auf seine aktuellen. Und dort hat er halt natürlich schwarz-weiß und hier sieht man schon so diese warmen Töne, die ich halt auch benutzt habe in dem Video vom Photowalk mit den Buddies,
die halt, finde ich, dieses wirklich wunderschöne warme Licht machen. Und ja, alles ist natürlich im Nachhinein veränderbar. Also man sieht, was da so passiert. Die sind, finde ich, sehr universal anwendbar. Und hier oben, das sind so die, die er schon länger draußen hatte. Das heißt, hier kann man dann im Grunde erstmal so eine Idee bekommen. Ja. Ansonsten, was mache ich? Ich mache nicht viel. Klar, schaue ich mir das Histogramm an. Und man kann ja in Lightroom, wenn man hier drüben bei den Grundeinstellungen auf diese vier Quadrate drückt, in das Profil gehen und dann sieht man die Fujifilm im Grunde Vorgaben, nämlich Astia, Classicchrome, Pro Negativ, Velvia kräftig und hier unten dann natürlich das ja, weltbekannte Akros und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man jetzt hier mal auf Schwarz-Weiß geht, würde ich Akros nehmen. So würde dann mal schauen, wie es so aussieht. Schärfen würde ich hier gar nicht so großartig. Lightroom gibt ja immer ein bisschen vor. Was ich machen würde mit der Optionstaste, ist ein bisschen maskieren das Ganze. So. Und klar, dann kann man mal ein bisschen hier an die Nachhinein an die Lichter gehen. Optionstaste. Absolut empfehlenswert in vielen Bereichen, halt um zu schauen, ab wo wird es zu dunkel. Und im Übrigen auch bei der Belichtung oben gut einzusetzen, seht ihr hier. Und ja, hat man dann schon ein sehr ausgewogenes Bild. Und dann kann man natürlich anfangen, da kreativ zu werden. Ich habe mir, was ja sehr einfach ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel halt Einstellungen gemacht hat, auch mit Objektivkorrekturen, vielleicht ein bisschen Schärfen, vielleicht ein bisschen Kontrast und wie man das möchte, geht man, wo man seine Presets hier drüben hat, auf Plus. Und ihr seht hier Mics Presets, da habe ich zum Beispiel Akros gleich mit Objektivkorrektur, zack. Oder habe dann hier, das sieht man, wenn man mal ein bisschen reingeht, das ist jetzt clean. Und hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, sind exakt die gleichen Einstellungen, nur mit ein bisschen mehr Grain, um noch ein bisschen mehr Vintage-Feeling zu geben. Hab halt Akros genommen, hab halt Classic Chrome genommen, hab halt Velvia kräftig. Also ihr seht, das sind so Presets, die ich jetzt immer selber benutze. Und dann kann man halt sagen, okay, gehen wir mal bei. Richten wir nochmal ein bisschen aus. So, okay. Ja gut, und dann ist es alles Geschmack, ob man dann mit Verlaufsfiltern sonstiges oder halt arbeitet. Ich denke, das kennt ihr ja. Aber ich wollte euch mal so ein bisschen die Presets zeigen, weil ich finde die wirklich ganz gelungen. Das heißt, gehen wir ruhig mal, nehmen wir mal das hier. Schönes Licht- und Schattending, wenn ich jetzt mal mein Preset nehme. Hat man schon mal so ein bisschen, oder man nimmt halt hier zum Beispiel auch von Paddy, die finde ich auch sehr schön. Würde ich vielleicht sogar mal das nehmen und da kann man dann natürlich richtig reingrätschen, um halt bestimmte Stimmungen zu kriegen, ein bisschen Dramatik zu kriegen. Vielleicht noch mehr ein bisschen Kontrast und dann halt mit zum Beispiel Ellipsen arbeiten, umkehren, weiche Kante und dann bisschen gucken. Ja. Und dann kriegt sowas in meinen Augen gleich schon mal ein ganz ordentliches Aussehen. Also so furchtbar viel mache ich eigentlich nicht. Schön ist, dass man die Fujifilm-Simulation halt nehmen kann, wie gesagt, oder halt man nimmt halt Presets, die man zum Beispiel halt dazu kauft, aber auch um selber mal welche zu erstellen, ist das echt easy. Nehmt die Einstellungen, die ihr habt und dann ja, speichert die ab, gebt dem ganzen Namen. Das ist im Grunde überhaupt kein Thema. Was ich hier auch nicht gesehen habe, egal wo und wie weit ich irgendwo reingezoomt bin, ist diese sogenannte Würmchenbildung bei Fuji Files. Also selbst wenn ich jetzt hier sage, und da empfehle ich halt auch beim Schärfen, natürlich reinzoomen, Optionstaste. Dann wechselt er in Schwarz-Weiß.
Selbst wenn ich das jetzt hier mal hochziehe und noch ein bisschen maskiere, so sieht das immer noch sehr, sehr, sehr sauber aus. Eigentlich egal, wo man hier hingeht. Also entweder liegt das an dem noch alten Sensor, der hier ist, das ist ja der XT2, XT20 Sensor, aber überhaupt kein Thema. Und dann halt zum Beispiel wieder auch Preset drauf oder halt je nachdem, was man halt machen will. Also das funktioniert ausgesprochen gut. Und so habe ich ja dann auch, mal auf die Grünen, das sind die, die ich bearbeitet hatte, um nochmal so ein bisschen Farbfeeling vielleicht anzuschauen. Das sind halt zum Beispiel Bilder, die ich mit den Presets halt gemacht habe. Ihr seht, das ist alles überhaupt kein Hexenwerk. Ein bisschen auf Lichtstimmung natürlich geachtet, so wie hier, ein bisschen auf Kontrast geachtet und mit den viel ist Akkros und dann mit auch Verlaufsfiltern und einfach dunkler gemacht und dann kriegt man da, finde ich, genau, hier ist nochmal das Bild von eben. Vieles ist ja bei Instagram dann halt schon zu sehen und lade ich da auch hoch. Und wie gesagt, hinten dran nochmal so ein paar Vorher-Nachher-Bilder, die ich gemacht habe. Und ja, vielleicht auch nochmal für die Interessierten hier Bouquet. F4, ISO 200, das ist mal Bouquet-mäßig, was die X100F halt macht. Also ich finde es sehr, sehr schön. Und auch hier, wenn man mal in die Details schaut, sieht das alles ganz ordentlich aus. Ja, das mal so im Schnelldurchgang. Wie gesagt, wer Interesse hat, schaut euch die 1972 Presets mal an oder aber macht euch einfach selber welche. Es ist wirklich einfach, wenn ihr Einstellungen gemacht habt, ich kann es euch hier nochmal zeigen, hier bei Vorgaben aufs Plus gehen, Vorgabe erstellen, öffnet sich ein Fenster, dann kann ich alles anklickern, was ich da haben möchte. Verlaufsfilter, Radialfilter, wenn man das denn will, die sind bei mir raus, hier Objektiv alles. Gibt man dem Ganzen einen Namen, Gruppe wäre hier, mein Preset, gibt dem Ganzen Namen, erstellen, fertig wird es da rein und dann ist das nur noch ein Klick. Wenn ihr mal irgendwas Schönes habt, wo ihr sagt, ach Mensch, weiß gar nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe, das würde ich gerne behalten. Also ansonsten, ja, einfach zu machen und weiß Gott, kein Hexenwerk und so gehe ich da halt vor. Okay, ihr Lieben, gehen wir mal zurück. So, ihr habt gesehen, ich habe mich auch da ein bisschen reduziert, also so viel mache ich da gar nicht mittlerweile mehr an den Reglern. Und ich glaube, dass Presets wirklich helfen können und dass sie auch Ideen geben. Und ich finde also gerade die von Paddy finde ich sehr, sehr gut. Und was natürlich schön ist, erstmal die Filmsimulation der X100F Akros. Ja, Proviar, alles, was man so kennt, hier auch sehr gut benutzen kann, habe ich euch ja gezeigt. Und oftmals sind es ja echt nur Kleinigkeiten. Und so gehe ich da letztendlich ran. Also so ein kleines Ordnungssystem und versuche auch da so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben. Und vielleicht hat euch das ja gefallen. Ich habe nochmal rückblickend so über den Tag in Lüneburg nachgedacht mit der X100F und während einige ja Fotorucksäcke, Stative mit sich rumgeschleppt haben, ist mir wieder klar geworden, wie schön das ist, da kaum was dabei zu haben. Und ich habe also wirklich, konnte die Stadt genießen, konnte den Fotowalk genießen und auch dieser Kameragurt, der ein bisschen kürzer ist. Ich habe sehr, sehr viel. Wirklich mit der hängenden Kamera. Ich habe meine Einstellung gemacht und habe abgeschossen. Dann gab es ja auch so einen kritischen Beitrag, ob man unbedingt 500 Bilder machen muss. Nein, natürlich nicht. Aber in so einem Style, ja, wenn man so ein bisschen Ninja undercover-mäßig unterwegs ist, geht es eigentlich für mich darum, so unverfälschte Momente wie möglich einzufangen. Das heißt, ich schieße dann lieber Bilder. Natürlich habe ich von den 500 Bildern bestimmt
die Hälfte, zwei Drittel und mehr gelöscht. Aber was ich habe, das habe ich. Und manchmal sind aber auch tolle Momente dabei rausgekommen. Und das ist doch ein Unterschied, wenn man die Kamera jetzt vorm Auge hält. Oder man, ja, so wie gesagt, einfach hängend hier ein bisschen durch die Gegend guckt und fotografiert. Das finde ich schon ganz klasse. Und einer schrieb auch, dass viele Street-Fotografen da auf Serienbildmodus gehen und wirklich feuerwerksmäßig, gewehrsalvenmäßig Bilder schießen. Gut, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber trotzdem kommt da halt ein bisschen was zusammen. Und auch da war ich überrascht, dass wenig, 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 trotz kein Bild stabil unscharf war. Und da hat sie wirklich einen guten Job gemacht. Sie macht einfach Spaß. Und manchmal sitze ich abends auf der Couch, um nochmal ein bisschen so durch die Menüs zu schauen, um zu gucken, nehmen sie in die Hand und erfreue mich einfach an der Haptik, an der Optik. Ich finde es wirklich eine wunderschöne Kamera und bin da auch schon jetzt öfter drauf angesprochen worden. Ja, dann gibt es noch eine schöne Aktion von Michael Ziegern, der ja 5000 Abonnenten geknackt hat. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Michael, mehr als verdient. Er hat eine tolle Aktion. Ich blende mal sein Video, ich verlinke mal sein Video hier. Er hat die Idee, 100 Abonnenten einzuladen. Er hat ja tolle Räumlichkeiten. Und da wird es einen kostenlosen Fotoabend geben. Und kommen auch einige YouTuber. Wer weiß schon, wer da alles kommt. Da wird es einen netten Abend geben und da sind noch Plätze frei. Also schaut euch mal das Video von Michael an. Verlinkt habe ich es. Und wer da in der Ecke kommt, aus der Ecke kommt, sollte sich das mal überlegen. Ich glaube, das wird ein lustiger, witziger Abend. Ich muss da noch so ein. Muss dann noch so ein Hamburger überzeugen, dass der ja auch auftaucht und dann werden wir da Spaß haben. Und am 5. nächsten Monat ist ein Samstag. Aber das erzählt Michael da sehr ausführlich im Video. Also wer da Bock hat, schaut euch das mal an. Das wird sicherlich klasse. Ja, ansonsten zeige ich im Nachgang hinten jetzt nochmal so ein bisschen kleine Dia-Show mit den Bildern aus Lüneburg. Und ansonsten warte ich mal dieses Wochenende auf ein bisschen Regen. Ich möchte mal so Reflexion, vielleicht mal gegen Abend heute los. Mal gucken, was halt ein bisschen grau in grau, was sich findet, um mal so auch da die Fuji ein bisschen, ja, mal so abzuchecken. Okay. Also danke für die Aufmerksamkeit. Danke für das Feedback der letzten Videos. Unglaublich, ich habe mich da sehr gefreut. Schreibt weiter in Kommentare, ihr seht, ich antworte auch. Es schrieb auch einer, du antwortest ja. Naja, selbstverständlich. Also, ich finde, das gehört sich, wenn jemand was schreibt, dann gibt es auch ein Feedback. Selbstverständlich. Ansonsten werdet und bleibt gesund, macht was Schönes, schaut euch die Bilder hinten an und bei Fragen, Anregungen oder Wünsche, was soll ich mal machen, was interessiert euch mal, schreibt es mir. Machen wir ein Video. Okay, also ihr Lieben, macht's gut, auf bald und tschüss.